It's like a kiss from an angel. When I see you walking in that door, I've been blessed when a stranger came along for me to adore. Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr dabei seid. Und zwar geht es heute um mein Schwangerschaftsupdate. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Wir haben 2 Wochen verpasst. Und ja, ich wollte erstmal alle neuen Abonnenten begrüßen. Hallo! Schön, dass ihr da seid. Und ja, ich finde es ganz toll, dass wir mittlerweile an Abonnenten gewachsen sind. Und ja, es sind vielleicht immer noch nicht viele, aber ich freue mich über jeden, der meine Videos guckt und ja, der ja, mich gerne sehen möchte. Gut, wir fangen an. Und zwar haben wir die 24. und die 25. Woche verpasst. Ich bin jetzt aktuell in der 26. Woche seit gestern. Und zwar ging die 24. Schwangerschaftswoche bei mir vom 20.12. bis zum 27.12. Und zwar hatte ich da an Symptomen heftige Stimmungsschwankungen, also von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, da war echt alles dabei. Teilweise wirklich extrem schnell reizbar. Das war nicht so schön für mich, aber ich glaube, es war noch weniger schön für die Leute, die mich dann aushalten mussten. ewigen Hunger, aber ja, irgendwie auch dann, wenn ich dann irgendwas zu essen hatte, egal, ob es was Deftiges war oder was Süßes war, ich habe mal kurz probiert und dann hatte ich keinen Hunger mehr. Ja, irgendwie hatte ich dann doch keinen Hunger. Ich weiß auch nicht, war irgendwie total seltsam. Heißhunger hatte ich und zwar extrem auf Süßes. Ob Schokolade, Gummibärchen oder Bonbons. Also ich hatte extreme Heißhungergelüste. Ich war sehr durstig, beinahe extrem durstig. Schlafprobleme, ja. In der Nacht, ich glaube, ich bin 5 bis 7 Mal oder 10 Mal aufgewacht. Ich habe keine Ahnung, womit es zu tun gehabt hat. Ja, meine Oberweite hat beachtlich zugenommen. Das hatte ich in der 24. Woche dann auch feststellen müssen, weil mir einige BHs zu klein geworden sind. Weil ich hatte dann teilweise Druckstellen und sogar blaue Flecken so an den Seiten, wo der Bügel war. Und jetzt ist irgendwas runtergefallen. Ja, das war echt doof. genau, ich hatte so einen ganz ekligen, blöden Juckreiz am ganzen Körper und ich wusste nicht, woher der kam. Auf jeden Fall war das echt freaky, weil die ganze Haut am ganzen Körper hat irgendwie gejuckt. Und ich denke mal, dass es in der 24. Woche, dass es deswegen so war, weil es angefangen hat, dass ich Wassereinlagerungen bekommen habe. Die waren in der 24. Woche für mich noch nicht ersichtlich und noch nicht spürbar, aber die kamen dann. Ja, das waren so meine Symptome. Dann, was war denn noch in der Woche so passiert? Der Bauch war meiner Meinung nach, oder ist meiner Meinung nach, ziemlich explodiert in dieser Woche. Weil vorher fand ich den gar nicht so groß. Und ja, dann ist er irgendwie gewachsen. Und, ah ja, zum Thema Heißhunger. Ich stand in dieser Woche total auf Orangen. Das hat sich jetzt
wiedergelegt, aber ja, Orangen halt, ne? Zum Baby. Es war in dieser Woche sehr aktiv, es hat sehr doll getreten und die Tritte waren so doll, dass sie teilweise schon schmerzhaft waren. Ja, das war eigentlich alles zur 24. Woche. Womit wir dann nahtlos übergehen können in die 25. Woche. Die ging nämlich bei mir vom 27.12. und vom 27.12. bis zum 3.1.2016. Genau, wir hatten ja Silvester und ich wünsche euch allen noch nachträglich ein frohes Neues und hattet ihr gute Vorsätze? Ich hatte keine diesmal, weil ja anscheinend mein innerer Schweinehund ist da stärker als ich. Ich halte die sowieso nicht ein, obwohl ich weiß, man sollte sich was vornehmen, man sollte es auch durchziehen, aber mal ehrlich, wer macht das, ne? Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so für gute Vorsätze hattet und ob ihr sie bis jetzt noch verfolgt, ob ihr daran immer noch eisern festhaltet. Das würde mich doch interessieren. Genau, und wir hatten ja zwischendurch auch noch Weihnachten. Ja, wart ihr in Weihnachtsstimmung oder wie habt ihr Weihnachten gefeiert? Habt ihr Weihnachten gefeiert und habt ihr euch schön beschenken lassen? Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage ganz gut überstanden und ja, seid nicht geplatzt vom ganzen Essen oder so. Ja, bei uns war es eigentlich recht ja, chillig. Also wir haben ein bisschen gefeiert mit der Familie und ja, so wie es halt, so wie man das Weihnachten eben so macht, ne? Viel Essen, viel, ja, sehr besinnlich halt. Ja, vielleicht wäre es auch ein guter Vorsatz gewesen, gerade so nach Weihnachten, mehr Sport zu machen. Für den einen oder anderen. Also mir hätte es jetzt vielleicht auch nicht geschadet, aber so viel Sport jetzt in der Schwangerschaft. Naja, ich darf jetzt noch schlemmen. danach. Aber geht's los mit Sport. So, kommen wir zu der Woche. Zu meinen Symptomen. Ich war sehr, 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 sehr durstig. Also unter 3 Litern ging bei mir gar nichts. Dann hatte ich eine richtig, richtig extrem schlimme Nierenbeckenentzündung, Blasenentzündung. Das war echt, ja, das war irgendwie total blöd. Und ja, Blasen-Nierentee getrunken, beim Arzt gewesen und ja, bestimmt zwei Tage eigentlich fast nur ausgeruht und mit Wärmflasche und Kirschkernkissen und was man halt alles so macht, ne? Sehr trockene Hände, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die sind total rot und ich creme und creme und creme und irgendwie lassen mich die trockenen Hände diese Woche bzw. in dieser Schwangerschaft nicht in Ruhe. Ja, ewiger Hunger immer noch, aber es passt nichts rein. Ich habe das Gefühl, ich bin nach 3 Happen satt und es passt nichts mehr rein. Aber habe dann nach einer Viertelstunde trotzdem das Gefühl, als hätte ich dann wieder Hunger und hätte gar nichts gegessen. Ja. Zum Teil schmerzhafte Vorwehen, Braxton-Hicks-Wehen, der Bauch wird hart und jetzt war es dann teilweise so, dass das schon sehr gezogen hat dann im Unterleib. Das war, hat sich angefühlt wie schmerzhafte, was rede ich denn da? Ja, menstruationsartige Unterleibsschmerzen, so, also richtig schmerzhaft waren es eigentlich nicht. Es war unangenehm. Ja. Aber das war nur so 2-3 Mal in dieser Woche. Also ich bin zufrieden. Wassereinlagerung
Wie man sieht, ich sehe aus wie ein Mondgesicht und meine Finger und überhaupt alles irgendwie ist total dick. Ja, in dieser Woche sind meine Brüste wirklich explodiert. Also, mir passt kein BH mehr, gar nichts mehr. Ich glaube, ich muss neue kaufen. Ich weiß gar nicht, der Bauch nimmt irgendwie in dieser Woche gar nicht zu oder insgesamt in dieser Schwangerschaft ist der Bauch nicht so groß wie in der letzten, aber dafür bekomme ich mir Oberweite. Also ich beschwere mich nicht. Ich lasse es jetzt einfach so und freue mich drüber. ja, die Stimmungsschwankungen waren immer noch da, sind aber seit 3 Tagen, 4 Tagen fast so gut wie weg. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, mit den Wassereinlagerungen. Ich musste zwischendurch, weil sich das Wasser in meinen Kniekehlen irgendwie abgesetzt hat. Fragt mich einer, wie es dahin kommt, aber es war so. Ich musste Thrombosestrümpfe anziehen, weil ich so extrem Wasser in den Beinen eingelagert habe. Oder hatte. Und ich trinke ja eh schon viel und normalerweise soll das ja helfen, dass viele trinken, aber irgendwie, ja, so richtig geholfen hat es dann irgendwie doch nicht. Und ich bin dann in die Apotheke und habe mir da Brennnesseltee gekauft und da bin bin ich ich dran. wieder. Genau, ich habe mir Brennnesseltee besorgt. Für 2,99 die Packung. Da sind 20 Filterbeutel drin. Also der ist auf jeden Fall, glaube ich, besser als den ich in der letzten Schwangerschaft hatte, weil der halt direkt mit den Beuteln, also der ist halt direkt im Beutel drin und nicht lose in der Verpackung. Und ich glaube, das ist dann eine insgesamt ja, sauberere Geschichte wie das letzte Mal. Genau. Ja, es steht eigentlich nichts weiter drauf. Das ist der Tee. Ja, und der hat 2,99 gekostet. Brennnesseltee. Ja, ich glaube, ihr seht das spiegelverkehrt. Ich weiß auch nicht, warum die Kamera das macht. Naja, auf jeden Fall, den habe ich mir besorgt. Und ja, dann wurde mir noch dieser Schachtelhalmkraut empfohlen. Das ist auch ein Tee. Aber damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Und die in der Apotheke sagten, dass ich das irgendwie trinken darf. Ich persönlich bin mir da nicht so sicher. Kennt ihr euch damit aus? Mit Schachtelhalmkraut? Darf man das trinken oder essen oder was auch immer in der Schwangerschaft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der genauso teuer wie der Brennnesseltee für 2,99. Ups. Ja, wenn ihr mir dazu was sagen könnt, dann ja. Sagt mir mal, schreibt mir das mal in die Kommentarbox. Wie ging es denn dann weiter? Ja, Gelüste, alles Saftartige, also ob es jetzt O-Saft war oder Multisaft, ich habe da so wieder zwei Lieblingsmarken für mich entdeckt und ja, die könnte ich nur trinken oder kennt ihr diese kleinen Trinkpäckchen? Ja, wo dieser O-Saft, dieses O-Saft-Wasser-Gemix drin ist. Also da geht so eine, ja, die kriegt man in so Packungen. Also ich könnte da so eine Packung oder zwei schon am Tag trinken. Ich meine, das sind ja so kleine Dinger und die sind total lecker für mich. Ich habe meine Vorliebe für Käse in dieser Woche entdeckt. Ja, ich könnte nur noch Käse essen in allen Variationen. Ich stehe total auf Käse, ich weiß nicht warum. Und auf
Schokopudding mit Sahne. Also insgesamt etwas ungesund, aber naja. Ansonsten hatte ich keine Gelüste, nein. Ja, was hat sich sonst noch so ergeben? Der Geburtsvorbereitungskurs. Ich habe mich dafür angemeldet und der ist jetzt am... Heute haben wir den 3. Am 6. Oder am 5. Am 6. oder am 5., also Montag oder Dienstag war der oder ist der um 19 Uhr. Und ich glaube, der geht 8-mal. Und ja, ich freue mich drauf. Und manch einer denkt sich jetzt, ist die Panne? Warum macht die jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs? Sie war doch bei dem anderen, bei der letzten Schwangerschaft schon nicht. Ja, das stimmt. Aber ja, ich dachte, es wäre vielleicht an der Zeit, so in der 5. Schwangerschaft, in der 6. Schwangerschaft, die... Andere kann man ja so nicht mitzählen, da ein bisschen was aufzuholen und ja, ein paar Sachen zu hinterfragen. Und ich möchte einfach ein paar Entspannungstechniken mitnehmen, weil ich in gewissen Wehensituationen dann doch sehr verkrampfe, habe ich gemerkt. Und vielleicht kann ich das ja im Geburtsvorbereitungskurs irgendwie ablegen oder kann... ja, Techniken erlernen, wie ich dies vermeiden kann, weil ich mir habe sagen lassen, dass manch eine Geburt so schon sehr schnell erledigt war und das Baby dann doch schneller auf der Welt war mit weniger Stress und so weiter und so weiter. Und ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Ich bin gespannt auf die Leute, auf die Hebamme und ja, die kommende Vorsorge. Die Vorsorge habe ich am 7., ich glaube, das ist ein Mittwoch. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da bin ich sehr gespannt, wie das werden wird. Ja, weil da habe ich ja dann den Blutzuckerbelastungstest, nennt man das so? Zuckerbelastungstest? Ja. Oh, mein kleiner Mann weint gerade. Das ist heute irgendwie ein blöder Tag. Aber Papa ist da. Ja, ich bin total gespannt auf den Zuckerbelastungstest. Ich weiß, ich kenne ihn ja schon, aber so ein Körper verändert sich. Und ich bin echt gespannt, wie ich diesmal drauf reagieren werde. Und natürlich bin ich total gespannt auf den Ultraschall. Und ja, mal schauen, wie unser Baby, unser kleines Mäuschen gewachsen ist und wie schwer es ist. Und ja, ich bin generell immer aufgeregt vor so einer Vorsorgeuntersuchung. Und ich bin echt mal gespannt, ob ich was zugenommen habe oder nicht und wenn, wie viel. Ich habe Babysachen bekommen von einer ganz lieben Bekannten. Die hat mir, ich glaube, 3 Kartons waren es, an Babykleidung gegeben. Und ein Maxi-Cosi habe ich jetzt auch und ein Kinderbett. Und wenn du das Video guckst, Dankeschön nochmal. Du bist die Beste. Ja, und ich habe jetzt eigentlich schon fast alles für das Kinderzimmer. Ich brauche eigentlich nur noch einen Schrank. Das Kinderbett habe ich. Ich habe jetzt auch noch ein Beistellbett gekauft, weil das letzte, das war dann doch sehr kaputt und das konnten wir nicht mehr benutzen. Deswegen habe ich ein neues gekauft, was aber dem alten, ja, nicht wirklich unähnlich sieht. Also es ist dasselbe. Und ja, das habe ich jetzt auch schon. Ansonsten, was brauche ich? Kinderwagen habe ich auch schon. Den werde ich euch in naher Zukunft vorstellen. Es ist kein neuer, es ist ein gebrauchter, weil ich wollte unbedingt diese Marke an Kinderwagen haben. Aber die ist sehr, 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 sehr teuer, finde ich. Und deswegen ist es ein gebrauchter Kinderwagen geworden. Und da mache ich aber nochmal ein extra Video zu und stelle ihn euch vor. Genauso wie geplant ist, dass es jetzt bald
ein Schwangerschaftspflege-Video geben wird. Also keine allgemeine Schwangerschaftspflege, bla bla, sondern es wird so ein Video werden, wie ist meine Pflege in der Schwangerschaft, was benutze ich an Pflegeprodukten und ja, vielleicht ist es ja eine Anregung für euch und ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Genau, wo wir gerade bei Babysachen sind, ein bisschen was habe ich ja doch gekauft, obwohl ich ja sehr viel bekommen habe, aber ich finde so ein, zwei neue Sachen, die waren schon, sind schon wichtig. Und zwar bin ich so durch die Geschäfte gebummelt und ich war gar nicht irgendwie drauf bedacht, Babysachen zu kaufen oder so. Also ich habe mir so gedacht, ja, wenn du irgendwann mal einkaufen gehst und du siehst irgendein schönes Teil, dann kaufst du es dir. Und so ist es eigentlich auch passiert. Und zwar bin ich durch den Teddy gelaufen und habe da sowas Schönes gesehen. Und zwar ist das ein Babyfleece-Strampler. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es ein Mädchen wird. Sonst hätte ich ihn garantiert in rosa geholt, weil der sah so schön aus. Ja, das habe ich jetzt schon ein bisschen länger bei mir liegen. Ich habe es vergessen, euch zu zeigen, aber ich mache das jetzt. Für 5 Euro. Und ich hatte den ersten rosa in der Hand. Habe mich geärgert, weil da nur noch rosa und blau lag und nichts mehr neutral ist, also in weiß. Und war schon total frustriert. Und ja, dann ein paar Regale weiter lag da so ein einzelner eingepackter Strampler in weiß. Hat ihn wohl doch jemand noch weggelegt, weil er nicht mehr gebraucht hat. Und das war dann mein Glück. Und somit konnte ich das kaufen. So sah die Verpackung aus. Ja, in 50, 56. Und so schön. Och, ich bin verliebt. Ist das nicht süß? Mit so einem Bärchen drauf. Oh, und die kleinen Füßchen. Och, ich bin schon so gespannt und ich freue mich schon so darauf zu sehen, wie das aussieht an dem kleinen Würmchen. Oh Gott, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Obwohl es noch gar nicht so lange her ist, aber ja, der Kleinste, den wir haben, der war ja schon gleich so groß. War kein kleines Baby und vielleicht haben wir jetzt Glück und es wird nicht gleich so groß sein bei der Geburt. Voll süß. Ja. Und ja, das muss ich noch waschen alles. Und die große Babyklamotten-Waschaktion, die startet jetzt auch demnächst. Ja, dann muss ich mal die ganzen Babysachen aussortieren, die ich da bekommen habe. Und nach Größe und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann waren mein Freund und ich in dem H&M. Im H&M. Wir beide haben uns verliebt. Wir haben uns so verliebt, weil wir ja wussten, dass es jetzt ein Mädchen wird. Ach Gott, haben wir so zwei Sachen gekauft. Oh Gott, es wird so süß sein. Und dann, wir haben noch die passende Hose gesehen, aber die war nicht in der richtigen Größe. Deswegen warten wir darauf, dass die noch in der richtigen Größe kommt. Und dann auf jeden Fall wollen wir noch so rote Glitzerschüchen, die waren aber auch nicht in der richtigen Größe, da warten wir auch noch drauf, wollen wir dann noch besorgen. Und das mit dieser Kombi. Oh mein Gott, Leute, ist das nicht süß? Oh Gott. Für 8 Euro ein Body. Nein, das ist doch goldig, oder? Oh Gott, ich liebe es. Und natürlich das passende Kleidchen. Das hat so perfekt zusammengepasst für 10 Euro. Übrigens, ja, das Kleidchen hat die Größe 62 und der Body war eine 68. Also, ja, ich kann nur immer wieder sagen, ich bin verliebt. Oh mein Gott, bin ich verliebt. Da. Ups. Oh mein Gott, das ist so süß. Und vor allen Dingen hier dieser Tüll hier unten drunter. Ein bisschen Tüllstoff. Oh Gott, sieht das nicht süß aus?
Und hier so süß mit Gold drumrum und einem Schleifchen. Ich würde es am liebsten selber anziehen. So süß. Ja, ganz begeistert und der Papa auch ganz stolz. Ja, so kleine Mädchen-Baby-Sachen einkaufen ist halt doch was anderes wie für einen Jungen. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu berichten. Dem Baby geht's gut. Wenn es sich bewegt, bewegt es sich sehr, sehr extrem, also sehr doll. Und ich finde auch, dass die Bewegung nicht mehr nur so ein kleines Stupsen, sondern halt, das sind wirklich richtige Bewegungen. Und ja, das merkt man schon, wenn sich dann das Baby dreht oder so. Also das kriegt man jetzt schon richtig gut mit, obwohl diese Woche die Bewegungen weniger waren. Ich glaube, dass die Kleine jetzt einfach einen Wachstumsschub hat und deswegen sich weniger bewegt hat. Sie hat sich aber doch mal gerne etwas breiter gemacht. Das heißt, sie hat sich gerne mal ausgestreckt oder in den Magen oder in die Blase getreten. Ja, gut. Das war's auch schon zu meinem Update. Jetzt kommen wir noch zum Bauch. Und ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Das ist kostenlos. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben geben. Jetzt zeige ich euch noch schnell meinen Bauch. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Tschüss! Another life passes by just like mine. It's not complicated. Another mind, another soul, another body to grow old. It's not complicated. Do you ever wonder? It's like a kiss from an angel when I see you walking in that door. I've been blessed when a stranger came along for me to adore.